Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Farmer. Ja, meine Lieben, pünktlich zum Sonntag sind wir wieder am Start. Wir hatten ja das letzte Mal hier aufgehört und wollten das düngen. Deswegen werden wir das jetzt auch gleich mal machen. Unser Helfer auf dem Feld 9 ist fleißig unterwegs und grubbert. Das ist sehr gut, denn dann können wir dort auch noch düngen dann später. So, aber wir werden jetzt erstmal hier unseren Drescher zusammenbauen und ja, werden dann mit dem Düngen starten. Und erstmal vielen, 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 vielen Dank dafür, dass ihr beim letzten Video so dermaßen in die Tasten gehauen habt. Das war ja echt Wahnsinn. Ich habe erst vorhin kürzlich nochmal drüber gelesen und hups, da sind wir kurz angestoßen. Holla, die Waldfee. Und ja, muss ich sagen, ist ja echt, also es ist ja Wahnsinn, ne? Es ist ja wirklich Wahnsinn, wie ihr da in die Tasten gehauen habt. Also, ich bin ja sprachlos. Genauso das letzte Video, wie ihr das supportet habt, wie ihr das geschaut habt und alles, das ist ja, boah, ist ja, ne? Da fahre ich ja gleich mal sonst wie anfängerisch heute hier mit dem Drescher rum. Aber sei es drum, bei aller Freude, jetzt müssen wir hier erstmal genau arbeiten, damit wir den auch wirklich jetzt mal genau hier drauf setzen können. So, noch ein bisschen rangieren. Und so sieht das gut aus. Jawohl. Jawohl. So, jetzt müssen wir aber draußen erstmal abkuppeln. Zack. Und dann hier. Jawohl. So, und wieder rein. Und so sieht das gut aus. Ein Träumchen. Es ist natürlich auch sauisch eng hier. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich lasse das jetzt mit Tastatur. Ich mache das jetzt mit Lenkrad. Das geht auf jeden Fall besser für mich. Ich bin ja, manchmal muss ich ehrlich dazu sagen, bin ich ja ein kleiner Tastaturlegastheniker. Aber nur manchmal. Und jo. So, warte, so geht das. Wunderbar. Wir kommen natürlich auch gleich dazu, was ihr alles so Schönes in die Kommentare geschrieben habt. Denn es war ja wirklich beachtlich. Es war ja wirklich beachtlich. So, den kann man eigentlich so stehen lassen. Da können wir nämlich gleich das Feld düngen. Es braucht natürlich auch Kalk. Das werden wir dann machen. Und ich glaube, das war sogar so, dass wir kalken, also düngen und dann kalken. Und dann wieder düngen. Müsste eigentlich sehr gut funktionieren. Denn hier wird dann Wiese gemacht. So, jetzt rutschen wir mal noch schön. So, jetzt sitzt mal ordentlich im Sitz. Und jetzt kann es losgehen. So, wunderbar. Ja, heute haben wir einen kleinen Kasper zum Frühstück gehabt. Aber ist nicht schlimm. Hat jeder mal. Pünktlich zum Sonntag ist das schön. So, genau. Jetzt düngen wir hier mal auf ganz entspannt. Und erstmal eine Frage aus dem Kommentar vorweg. Denn die Worte, muss ich dazu sagen, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Hat einer aus der Community die Frage gestellt, zwecks dem Global Market, beziehungsweise hat das angebracht mit dem Global Market, dass es bei ihm nicht funktioniert. Erstens mal die Hilfe untereinander, also finde ich top, ne? Klasse, wunderbar, weiter so. Leute, macht ihr super. Und ja, für dich jetzt nochmal, zwecks dem Global Market, warum es nicht funktioniert. Du musst natürlich... wurde im Video schon in dem Video auf YouTube ordentlich beschrieben, musst du natürlich erstmal alles runterladen, ne? Das heißt, du brauchst erstmal den Mod, also die Mod-Datei, die du in den Mod-Ordner packst. So, wenn du die da drin hast, ne, dann brauchst du noch die andere, die Ex-Datei. Und die musst du natürlich, also die musst du natürlich entpacken. Ich habe es bei mir so gemacht. Ich habe mir dafür extra einen Ordner fertig gemacht und habe die dort reingepackt. Und wenn du das alles gemacht hast, das heißt, du hast den Mod im Mod-Ordner, du hast die Datei extra entpackt, dann musst du bei der extra entpackten Datei, na, ist eine Anwendungsdatei drin. Das ist die Excel-Datei. Und ja, Namensspiel. So. genau. Und diese Anwendung, die öffnest du. Allerdings, die musst du
vorher öffnen, bevor du den LS startest. Ne? Also merken, Anwendung öffnen und dann erst das Spiel starten. So, wenn du das Spiel gestartet hast, dann kannst du auf deinem jeweiligen Spielstand, kannst du da ja den Global Market platzieren und dann müsste es normalerweise ordentlich funktionieren. Ne? Es kann natürlich auch sein, wie es beschrieben war oder wie es erklärt war, dass die Datei, die du runtergeladen hast, dass die fehlerhaft ist. Ne? Das kann natürlich auch manchmal sein. Deswegen einfach nochmal runterladen und das Ganze so machen, wie erklärt. Und ja, dann ja, würde ich sagen, steht im Spiel Spaß nichts mehr im Wege. Ne? Dann müsste es normalerweise funktionieren. So, ich hoffe, das war soweit verständlich. Ne? Also zum Sonntag erklären. Ist manchmal. Nur manchmal gucken. Ne? Nee, aber normalerweise, wie gesagt, dürfte das so keine Probleme haben. Du musst die Excel-Datei immer starten, bevor du den LS startest. So, jetzt werden wir gleich mal hier hinterfahren, wenn wir die Ecke noch fertig machen. Da brauchen wir nämlich nicht nochmal erinnert zu eiern. Und dann geht das. So. Ja, so sieht es gut aus. So sieht das sehr gut aus. Ja, entschuldigt heute hier Friese und Bart und alles, ne? Es ist halt Sonntagsmodus. Sonntags ist halt immer mal ganz entspannt. Und ja, ich denke mal, das geht vielen von euch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Sonntage verbringt, wie ihr so in den Sonntag startet, ob ihr eher so, wie soll ich sagen, die Frühaufsteher seid oder doch schon mal etwas länger schlaft, so, keine Ahnung, 10, 11 Uhr. Gibt es ja auch manchmal. Und ja, meine Tochter schläft gern länger. Ist aber auch komplett verständlich, denn wir müssen ja in der Woche immer zeitig raus, sehr zeitig, aber sie auch. Und ja, deswegen ist dann das Wochenende eher so zum Rumlümmeln gedacht, sagen wir es mal so. Rumlümmeln für sie, für mich nicht unbedingt. Ist halt immer noch ein bisschen ringsrum. Gartenzeit fängt langsam wieder an, ne? Wenn das Wetter nicht rummatschen wird und rumsauen wird. Ne? Ist halt immer suboptimal. Bei uns ist es zurzeit echt nass. Und ja, kann man nicht viel machen. Aber sei es drum, das wird natürlich auch wieder besser. So, dann kommen wir mal weiter zu den Kommentaren. Und zwar stand da auch noch drin ein Vorschlag. Finde ich gar nicht so schlecht, den Vorschlag. Allerdings, ja, können wir den gerne in der Community besprechen, denn da geht es darum, für den Unimog noch einen Tieflader-Anhänger zu holen, um die Maschinen für später dann gesehen, wenn die Felder weiter weg sind, um die Maschinen damit an den Ort des Geschehens zu transportieren. Dazu könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausfällt und vielleicht gibt es dann später dazu wieder eine Abstimmung. Denn apropos Abstimmung, heute in dem Video gibt es auch eine Abstimmung. Denn ihr habt ja wirklich also Vorschläge gebracht. Ja, da muss ich sagen, da sind schon ein paar schöne Dinger dabei. Ja, das ist schon, um mal einige zu nennen, ganz klar MB-Trag. Na, brauchen wir nicht dazu sagen, MB-Trag ist MB-Trag. Es sind ja so viele, ich will nicht alle gleich verraten, denn freut euch da lieber auf die Abstimmung. Ja, wie gesagt, dann halt noch John Deere, Case, Steyr, ja, muss man schon sagen. Holla die Waldfee, ist schön ordentlich was dabei. Und jetzt müssen wir aber erstmal gucken, mal schauen, ob wir denn, haben wir denn was zum Kalken? Wir haben den. Ne, zum Kalken haben wir nicht. Na gut, sei es drum. Wir brauchen es ja. Also werden wir uns mal einen Kalkstreuer holen. Aber wir holen uns den kleinen mit dem großen Aufbau, das passt. Und werden
Mit Streuteller oder ohne. Ist halt so eine Sache, Streuteller oder ohne. Wir kennen das ja dann noch, wir kennen das ja, wir machen das ja Pflegebereifung. Die Streuteller lassen wir erstmal weg. Wir können das dann noch umfunktionieren, das ist kein Problem. Wir haben jetzt erstmal den Aufbau. Okay, gut, dann nehmen wir erstmal den. Dann müssen wir aber erstmal schauen, ob wir denn irgendwo. Haben wir denn irgendwo Kalk? Ne, haben wir nicht. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Ah, da müssen wir natürlich auch noch Kalk kaufen. Puh, das geht erstmal wieder ordentlich ins Geld. Da müssen wir. So, wo haben wir es? Kalk. So, okay. So, müssen wir natürlich erstmal. So, es müsste. Halla, die Waldfee. Die Stimme mal ganz kurz etwas ölen. So. Kaffee ist am Start. Sorry, Leute, aber Kaffee muss sein. Ne? Sonntag früh, Kaffee, der muss einfach mit dabei sein. So. Jetzt werden wir den erstmal hier herstellen. Dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen dann auch wieder Dünger. Ja. Müssen wir dann auch erstmal wieder machen. So, jetzt werden wir das ganze Gedöns erstmal abbauen hier. Zack. Zack. So, wunderbar. Und dann auf zum Händler. Genau, meine Lieben. Thema Abstimmung. Die Abstimmung zu den Traktoren, was wir denn uns als nächstes kaufen werden, die wird jetzt. Ja, ich denke mal hier oben oder hier oben. Auf jeden Fall wird sie jetzt hier oben irgendwo eingeblendet. Und da heißt es ordentlich fleißig abstimmen. Denn der Schlepper, der die meisten Stimmen von euch hat, der wird Einzug in das Projekt halten. Und ja, deswegen einfach rein an die Maus und abstimmen. Und dann schauen wir einfach mal. Ich werde die Abstimmung so. Ich denke mal, im nächsten Video wird das kommen. Allerdings, meine Lieben, das nächste Video, also heute ist ja Sonntag, und morgen wird es so sein, dass das Ganze sich etwas verschiebt. Denn ich bin morgen. Immerhin. Ach so, hier, ja, er ist fertig. Ja, denn ich bin morgen noch ein bisschen unterwegs. Ich habe da noch ein bisschen was zu tun. Und dann steht halt noch Shopping mit meiner Maus an, denn meine Maus hatte Geburtstag. Und ja, da sind halt noch ein paar Wünsche. Und die werden morgen erstmal erfüllt. So, das schon mal vorweg. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber das hat erstmal Vorrang. Deswegen, morgen gibt es kein Video. Allerdings lasst euch überraschen. Das Video kommt mit Sicherheit. Und da seht ihr dann, welcher Traktor es geschafft hat, in das Projekt Einzug zu halten. So, jetzt müssen wir bloß eine ordentliche Herfahren, dann passt das nämlich auch. So. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt hängen wir den noch an. Das dran, das dran. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich das immer noch mal an- und abmache. Manchmal ist es so, wenn das Ganze. Wunderbar, jetzt haben wir es. Manchmal ist es so, wenn das Ganze von selbst dran springt und man fährt dann los, ja, dann fährt der Traktor nur 10, 12 km/h und man wundert sich, warum denn das? Ne? Das ist ganz einfach, ja, ist ganz einfach suboptimal. Ich kann euch allerdings auch nicht sagen, warum das so ist. Deswegen, wir haben nur herausgefunden, dass man das einfach nochmal ein- und abmacht und dann funktioniert das Ganze. So, jetzt werden wir hier erstmal schön den Kalk reinladen. Und dann werden wir erstmal kalkeln, was das Zeug hält. So. Ja, der Kasper kickt. Ne, kickt mit K. Ne? Da möchte ich einfach mal vorneweg sagen. Nicht schon wieder, falls ihr irgendwelche komischen Gedanken habt. Ne? Muss nicht sein. Alla, die Waldfee. So, komm, wer voll. Verrate ich euch oder verrate ich euch noch nicht? Bin ich gerade am Überlegen. Ach, sei es drum. Und zwar, also es wird ein neues Video kommen. Und zwar, ja, Projekt in dem Sinne. Kann man jetzt nicht genau dazu sagen. Auf jeden Fall wird ein neues Video kommen. Da geht es natürlich auch um
ein, ja, wie ich finde, schönes Game. Und da bin ich natürlich mal gespannt, wie das so bei euch ankommt. Lasst euch dazu einfach mal überraschen. Also ich finde es wirklich sehr schön. Wir werden da, ich habe es mir so schon mal angeschaut, ist wirklich, ja, ich finde es macht Spaß. Erinnert mich an, wie soll ich sagen, alte Zeiten. Und ja, lasst euch da einfach mal überraschen. Das schon mal vorweg, es wird kommen. Und mal schauen, wann ich es online stelle. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich könnte mir schon fast denken, es wird nicht für jedermann was sein. Aber wir schauen einfach mal. Denn ich habe mir so überlegt, ab und zu mal etwas Abwechslung mit reinbringen. Ist nicht ganz verkehrt. Ich meine, klar, LS wird ganz klar immer der Hauptbestandteil des Kanals sein. Und aber wenn es passt und wenn was Schönes gefunden habe, dann wird es auch so sein, dass mal andere Videos von anderen Games reinkommen und da einfach mal schauen, wie das so wird und vor allen Dingen, wie es bei euch so ankommt. Ne? Da lasse ich mich gerne mal überraschen. So, werden wir jetzt erstmal kalken. Der ist fertig. Ja, wir werden das brach liegen lassen, denn wir werden den dann hier drauf schicken und Gras ausbringen, denn das soll ja Gras werden. So, ordentlich fein hier reinfahren und dann können wir nämlich auch mit dem Kalken starten. So. Wunderbar, so wird das. Ne? Jetzt wird es ja langsam. Sorry, Leute. Stimme ist immer noch nicht so on point. Ja, jetzt wird es langsam mit der Arbeit. Kriegen langsam immer mehr zu tun hier. Ah, finde ich schön. So hatten wir immer schön was zu bergeln. So, werden wir mal schauen. Das passt ganz gut hier. Jo, so sieht das gut aus. Aber das wird dann, denke ich mal, auch so eine Wiese werden, wo wir selber mähen werden, denn aufgrund dessen des Zauns, warte mal, wenn wir erstmal hier ein Stück zurückfahren, da hier auch alles erwischen. Ja, aufgrund dessen, dass der Zaun so steht, wie er steht, werden wir das hier selbst mähen. Himmel, Herrgott, was ist da hier los? Und ja, werden wir das selbst mähen, denn ich glaube, wenn wir hier mit dem Crossplay fahren, wird das eher suboptimal. So, meine Lieben, jetzt will ich euch aber mal was zeigen. Schaut mal, ich habe ja hier den Real Dirt. Fahren jetzt hier drauf und seht ihr das an den Reifen? Seht ihr das? Wie schön die voll Kalk sind. Ist ja unglaublich, ne? Ist ja wirklich unglaublich. Ich finde das klasse. Ich finde das wirklich, ne? Also ich finde das toll. Ist ein tolles Ding. Muss man ganz ehrlich sagen. So, wenn wir nämlich jetzt hier wieder drauf fahren, achtet bitte auf die Hinterreifen. So, bumm. Was? Ha? Also mehr Real Life geht doch gar nicht hier in dem Spiel. Ne? Seid doch mal ehrlich. Ist doch wirklich ein klasse Ding. Eine ohne Mist, ne? Ich feiere das ja wirklich sehr. Ne? Mir gefällt das. So. Mit dem Zaun hat jetzt keiner gesehen. Wenn ich es nicht erwähnt hätte, ja, wäre es gar nicht aufgefallen. Aber sei es drum. So, jetzt werden wir die Ecke hier noch machen. Auch an die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, herzlich willkommen. Und ja, wenn es euch gefällt, das Däumchen da lassen. So, wunderbar, haben wir die Ecke auch raus hier. Werden wir mal noch schön. So. Fahren wir hier rum und dann passt das. So. Und dann müssen wir dann auch langsam sehen, dass wir uns die Kühe einstellen. Denn wir haben ja soweit alles am Start, aber erstmal alles nach und nach. Denn wir wollen uns ja hier jetzt nicht anfangen zu verzetteln. Denn ja, am Anfang ist zu verzetteln, da. Das wird nicht so toll. So, machen wir das hier noch fertig. Und dann passt das.
erstmal schön ringsrum kalken. Das ist natürlich, ne, der Kalk, der rattert da raus wie nicht. Ne? Da musst du wirklich sehen, dass du so gut wie es geht sparsam mit dem Zeug umgehst. Denn ansonsten, ja, kaufst du die Stimme dämlich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das geht ja mal gar nicht. So. Das ist ja noch fertig. Da passt das. Aber meine Lieben, das war's erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus und sage ciao, ciao.